Gott, ich habe extrem technische Schwierigkeiten mit meinem Oberteil und mit meinen Haaren. Das kriege ich auch noch Schluck auf. Ich will euch meinen Jahresrückblick als erster abdrehen. Ich hoffe, ich heule nicht, weil es ist in dem Jahr wirklich viel Scheiße passiert. Wirklich viel Scheiße. Ich hoffe, ihr wollt das noch sehen. Ich habe so, jemand hat mich mal gefragt und dann war ja mein Stativ weg und mein Freund hat es ja gehabt, habe ich euch ja im letzten Video erzählt. Und dann wurde ich auch noch krank. Also ich musste im Jänner nämlich sehr viel arbeiten. Wirklich sehr viel arbeiten. Und dann bin ich jetzt auch noch Ende Jänner krank geworden. Also ja, aber jetzt geht's wieder los. Ich glaube, ich habe im Jänner ein bisschen, vielleicht hat mein Körper das auch im Jänner einfach braucht. So ein bisschen, oder beziehungsweise hat aufgeben, da hat die weiße Fahne geschwenkt und gesagt, ich gebe auf. Er hatte keinen Bock mehr. Ja, deswegen kamen jetzt so lange keine Videos mehr, das tut mir eh leid, weil im Jänner wollte ich eigentlich wieder neu anfangen und mehr Videos drehen, aber zeitlich ging es sich nicht aus. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe auch lieber gezockt, als ich Videos gedreht habe. Gestern hat mich eine Abonnentin angeschrieben, wie sie auf Instagram gesehen hat, dass ich weiterspiele. Hat sie mich gleich angeschrieben, ob keine Videos mehr kommen. Und das war auch einer der Gründe, weil, ja, ich habe schon so lange nicht mehr gezockt. Und es kommt Kingdom Hearts 3 raus. Ich habe ihn zwar noch immer nicht, aber er ist schon heraus. Ne? Und ich will das als nächstes auch anfangen. So, aber bevor ich da jetzt komplett vom Videothema wegkomme, fangen wir jetzt auch gleich mal an. Mit 2018. Und zwar im Januar, oder wie wir Österreicher sagen, Jänner. Da war ja der Geburtstag vom Jan, das weiß ich noch ganz genau, da war es arschkalt, ich hatte glaube ich ein Kleid an und ich habe extra eine Torte geholt von Aida, bin extra wieder zurück zum Restaurant, habe es dann abgeliefert und bin dann irgendwo anders hingelatscht, weil ich mir noch die Zeit vertreiben musste, weil er so lange arbeiten musste. Ja, war ich ziemlich angepisst, aber was soll's. Dann war so nett meine Cousine und ist, meine Cousine war so nett und ist dann zu mir gekommen und wir waren dann einen Kaffee trinken irgendwo, aber der Kaffee war grauslich, weißt du, ich glaube ich auch immer Ida war das und der Kaffee war nicht so gut. Ja, und danach habe ich eben beim Young House auf der Marie-Eva-Straße mit dem Jan, war mal essen und haben ein bisschen seinen Geburtstag gefeiert, auch nicht so viel. Dann hatte ja mein Bruder Geburtstag. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da leider kein Foto mehr. Aber ich habe da sicher kein Foto. Irgendwo, glaube ich, aber ich weiß nicht wo, auf dem Handy. Ich habe ihn ja eine Sachertorte machen lassen mit einem Link drauf. Also nicht mit einem Link von YouTube oder so, sondern von Zelda, der Link. Ich hoffe, ihr kennt den. Ich habe es auch auf Instagram damals uraufpostet. Das habe ich machen lassen für meinen Bruder und ich habe es auch in einem Video postet. Vielleicht poste ich euch unten die Videos, wenn ich mich daran erinnern kann, die Videos verlinke ich euch alle unten. Weil da seht ihr auch beim Thumbnail, seht ihr die Torte auch, wenn euch das interessiert. Weil bei meinem anderen Kanal war auch nicht wirklich viel los. Ich habe noch eine Szene gefilmt, das war glaube ich noch im Dezember und ja, ja, ja. Ja, dann war im Februar. der Jan und ich hatten Jahrestag, da steht aber jetzt nicht dabei, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir waren nur essen, aber ich kann mich nicht erinnern. Fasching Arbeit. Oh ja, in der Arbeit feiern wir auch Fasching und wenn wir wollen, von der Chefin aus, heuer bin ich leider nicht da, ich hätte so eine geile Idee, aber ich bin heuer leider nicht da. Ich habe da Urlaub, wo Fasching ist. Weil diesmal ist, rutscht Fasching in den März rein. Und genau da habe ich Urlaub leider heuer. Urschade. Weil letztes Jahr war ich ein Burger. Zieht euch das rein. Die fanden das alle urlustig. Das einzige Problem war mit dem Kleid zu arbeiten. Es ist nämlich so ein Burgerkleid. Mit dem Kleid zu arbeiten war die Hölle. Das war wirklich die Hölle. Weil das Problem war nämlich, durch dieses riesen Leibchen da unten, was ich da unten gehabt habe, habe ich jedes Mal alles in der Parfümerie umgeworfen. Jedes Mal. Das war wirklich, wirklich nervig dann schon. Ich habe dann am Abend dann wirklich keinen Bock mehr gehabt. Wirklich nicht. Weil ich jedes Mal dieselbe Stirngondel umgeschmissen habe mit den Duftsets und so. Das war wirklich, wirklich nervig. Aber es war lustig. Und die Kinder haben auch witzig reagiert bei uns, weil jedes Mal haben Kinder gesagt, oh Mama, guck mal, da ist ein Burger. Es war schon lustig. Also ich fand es wirklich extrem lustig. Ich habe vor kurzem noch dran gedacht. Ich wusste jetzt nicht, wie ich den Teil überleiten da soll. Mein Onkel ist, hat mich damals öfter dann besucht im Müller. Und,
Und ja, und ist einmal mit einem kleinen Mädchen auftaucht. Und er hat dann zu mir angefangen, dass das meine Cousine ist. Und ich habe 9 Jahre lang, weil so alt ist sie, nichts von ihr gewusst. Und das war eine extreme Bombe, die da platzt ist. Weil es gibt noch eine, die kenne ich aber noch nicht. Und ja. Ja, ist jetzt wie geschockt. Ich bin es noch danach, die Nachwirkungen noch von einem Jahr. Jo, das war wirklich, wirklich komisch für mich. Wirklich komisch, aber ja, ich glaube, es gibt Schlimmeres. ja, dann hatten wir ganz, ganz viele Schulungen im Februar, so wie jetzt auch. Gross, Biotherm und Lancôme. Ihr wisst ja, ich gehe gerne auf Schulungen. Das wisst ihr ja eh. Dann im März war ich auf einem SPÖ-Ball. Das war so eine Scheiße. So wirklich so eine Scheiße. Ich hatte auch kein Ballkleid, weil ich mich eben zu dick für ein Ballkleid fühle, habe ich damals einen Jumpsuit anzogen. Jo, aber wie ich die alle gesehen habe mit den Kleidern und wie hübsch das ausgeschaut hat und wie sie dann mit ihren Freunden alle tanzen, war ich schon unneidisch. Ich hätte auch keine Kleider gehabt, aber ja. Und eigentlich wollte die Manu und ich auch auf einen Ball gehen. Ich glaube auf einen Blumenball oder irgend sowas. Aber ich bin ja krank geworden. Ich glaube, der war genau in der Zeit, wo ich krank war. Aber der SPÖ-Ball war voll scheiße. Das war nämlich von 3. auf den 4. März und wir waren dort und ich habe ein bisschen was getrunken und ich habe so viel getrunken. Da war nämlich dieser Mr. Bubbles, kennt ihr den? Ich kannte ihn vorher nicht und der hat gerufen, ich habe nämlich ein bisschen, nicht viel getrunken, aber halt ein bisschen, und er hat gerufen, der Mr. Bubbles, ob jemand freiwillig sich melden will, ob ein Freiwilliger da dabei ist. Und ich habe gleich mein Glas hingestellt und habe laut brüllt, ich, und bin vorgerannt. Obwohl er nicht mal gesagt hat, er nimmt mich. Ich bin gleich vorgelaufen. Und dann war ich in einer Seifenblase drin. Was für ein aufregender Geburtstag war das bitte? Gar nicht, aber wurscht. Ja, das war das Einzige. Weil mein Geburtstag so, ich bin nicht jemand, der das groß feiert. Ich will das nicht. Ich will keine Party, ich will keine Ballons, ich will keine irgendwas. Ich mag das nicht. Ist nicht meins. Viele sagen das vielleicht und meinen es nicht so, aber ich meine es wirklich so. Ich mag das nicht. Das ist nicht so mein Ding. In letzter Zeit mag ich meine Geburtstage überhaupt nicht, weil die letzten paar Male, hoppla, das war im Spiegel, sowieso sehr enttäuschend waren. Und in 2018 auch. Aber mir ist das ehrlich gesagt schon wurscht. Mir wäre es lieber, wenn ich an meinem Geburtstag daheim bleiben könnte und nichts mache. Klingt vielleicht blöd, aber es ist wirklich so. Jo. Und dann hatte ich auch wieder Urlaub. Das war nämlich eh auch, glaube ich, in der Zeit, wo ich auch wieder Geburtstag gehabt habe. April war die Comicmesse. Dann steht da erster Schock über mein Gewicht. Erster ist gut gesagt. Entschuldigung. ja. Irgendwas mit einem Schock. Ich weiß aber nicht, was da genau gemeint ist. Ich glaube, da waren es über 90 Kilo. Und da war ich wirklich schockiert drüber, aber ja, mein Gott. Den stört's. Und dann steht da noch Kleinhoxdorf mit Manu. Im Mai war ich in Kleinhoxdorf mit Roman und mit Lynn. Ja, das war dann, wo es dann schon wärmer war. Ich glaube, da gab es sogar ein Video. Wenn, verlinke ich euch alles unten, wie gesagt. Ja, und im Mai ist ja auch dann mein Opa verstorben. Davor war aber noch der Song Contest. Jo. Und danach ist dann, direkt, glaube ich, nach dem Song Contest sogar, ist mein Opa verstorben. Das wisst ihr eh auch. Also das war im Mai. Leider. Jo, was soll ich da noch sagen? Da kann man eh nicht wirklich viel sagen. Ihr wisst ja, wie sehr mich das aus der Bahn geworfen hat. Also viele wissen das. Man hat es auch in den anderen Videos, also auf dem Vlog-Kanal, hat man das sehr gut gesehen. ja. Also im Mai war das, wo er leider verstorben ist. Dann im Juni hatte ich wieder Urlaub, was mich ja mega geärgert hat, weil ich ja da extra den Urlaub genommen habe, um meinem Opa im Garten zu helfen. Was sich ja dann erledigt hat, weil er im Mai verstorben ist. Ja, dann hat im Juni der Jan, mein Opa hatte ja 2 Katzen. Ich habe das Ganze auch gefilmt, wie wir sie abgeholt haben und wie wir sie zum Jan in die Wohnung gebracht haben. Das habe ich auch mitgefilmt. Und ich glaube, es ist aber auch ein längerer Vlog, wenn ich mich nicht irre. Müsste ich schauen, ob ich es finde, dann verlinke ich es euch unten. Weil dieser Arsch, der sich ein bisschen um meinen Opa kümmert hat, das ist der Stiefsohn, also das war von meinem Opa, seine Frau, der Sohn.
Der hat sich ein bisschen um ihn gekümmert. Oder er ist ein mega Arschloch. Ja, in meinen Augen. Sollte ich ihn irgendwann einmal sehen, ich wünsche es ihm nicht. Ja. Wie mein Opa damals im Mai verstorben ist, hat er einfach das Tierquartier oder das Tierheim, keine Ahnung, angerufen und die Katzen abholen lassen. Obwohl meine Mom noch gesagt hat, lass sie bitte im Haus. Wir finden dann schon eine Lösung, aber lass sie noch dort. Der Arsch, ich meine, der nette Mensch, hat natürlich nicht drauf gehört und hat die Katzen abholen lassen. Und wir haben nicht gewusst, wo sie sind. Ja, bis der Notartermin war, ich glaube, der war auch, glaube ich, im Juni. Ich glaube schon. Oh ja, ich glaube, der war im Juni. Weil da hat der Notar mir dann den Zettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, dass die Katzen im Tierquartier sind und dass das jeden Tag 14,95 kostet, das weiß ich sogar auswendig. Pro Katze natürlich, nicht jeweils beide, sondern pro Katze. Und dass man sie vermitteln muss. Ja. Ich glaube, ich zog aus. Ich habe wirklich geglaubt, ich zog aus. Ja, ich habe überall rumgefragt, ob jemand die zwei... Ich hätte sie mir auch genommen, aber das ging nicht wegen dem Sparky. Meine Wohnung ist so klein. Da habt ihr gerade nur mal das Vorzimmer. Dann kommt schon die Küche und ein Kammerl und ein WC und in der Küche ist dann das Bad. Meine Wohnung ist für drei Haustiere viel zu klein. Meine Mama konnte sie nicht nehmen. Ich glaube, sie hat es nicht übers Herz gebracht, weil sie dachte, sie nimmt meinem Opa was weg. Was ja ein Blödsinn gewesen wäre. Weil sie den Katzen halt nur geholfen hätte. Und dann hat der Jan gesagt, er nimmt sie. Da war ich echt glücklich, weil ich war echt schon verzweifelt, weil ich niemanden gefunden habe, der die zwei haben wollte. Die armen Babys. Ja. Und da war ich dann mit dem Dominik, weil ich die zwei holen, dass da was brechend heiß. Ich kann mich noch ganz erinnern, die haben mir so leid, denn und beide wollten nichts trinken. Ich habe extra eine Flasche mitgenommen. Die war aber schon warm, wir konnten das Wasser nicht wechseln, wir sind auf der Autobahn gestanden. Das war wirklich ein Horror, wirklich ein Horror. Also der Tag war wirklich nicht schön. Ja. Da gibt es eben ein Video. Ich war dann auch eine Weile, weil der Jan musste natürlich wieder arbeiten und dann war ich eine Weile noch bei den Katzen und da ist der Murkel, dann die Schwarze ist das, ist dann ein bisschen rausgekommen und hat mit der Katzenminze ein bisschen gespielt. Aber was ist, das sieht man glaube ich sogar im Video. Und ja. Und ja, also ihm geht's jetzt wirklich gut. Ich habe auch jetzt vor, öfter wieder auf einem anderen Kanal zu filmen. Ich habe in letzter Zeit, wollte ich nicht. Wenn ich unterwegs war, dann wollte ich nicht. Und das ist eigentlich blöd, weil ich habe ja den Vlog-Kanal nicht umsonst. Ja, Stinker. Mein Spuk ist da. Ja, und deswegen, also ihnen geht es beiden gut, sie haben sich wirklich gut eingelebt. Die Rote, die Minka ist es, die hängt an meinem Freund. Und der Murkel, der ist auch urlieb. Also beide sind ursüß und ich bin froh, dass er sie genommen hat. Ich glaube, er wird sie auch nicht mehr hergeben. Er wollte eigentlich, glaube ich, noch nach Besitzern suchen, aber ich glaube, er gibt sie so schnell nicht mehr her. Und ich würde auch das gar nicht wollen. Ich weiß, jetzt kommen sicher ur viele Fragen, wie macht ihr das, wenn ihr zusammenziehen würdet? Aber ich glaube durch das, weil ich glaube nicht, dass das Barki die zwei Katzen akzeptiert hätten, wenn die da in die Wohnung kommen wären. Ich kenne mich zwar nicht so gut mit dir aus, aber ich glaube, dass ich kenne meinen Hund und der hätte das nicht akzeptiert. Gell, Barki? Das hättest du nicht akzeptiert. Nein. Der hätte eher auf die Katzen da und hinbissen oder so, weil er ist generell gegenüber Fremden sehr, sehr fies, wenn die, auch über Menschen, wenn die da in die Wohnung kommen. Was deutest du? Nein, oh ja. Ja. Und deswegen habe ich gewusst, dass das nichts ist, weil sonst hätte ich mir die Katzen genommen. Er deutet wieder nein. Ja. Aber nies mir nicht auf meinen Fuß. Aber es ist schon okay so. Und ich glaube, wenn wir dann in eine neue Wohnung ziehen würden, wäre es für alle Tiere nicht so schlimm. Weil dann müssen sie sich selber wieder umgewöhnen. Das ist dann ein gemeinsames neues Zuhause. Und ich glaube, das ist was ganz anderes, wie wenn du Katzen einfach so nimmst und du hast vorher einen Hund. Das kenne ich nämlich noch von früher. Wir hatten damals eine Katze und dann haben wir den Hund genommen, die Lady. Die kommt in ganz, 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 ganz alten Videos noch vor von mir. Was ist? Was ist? In ganz, ganz alten Videos, leider. Die Lady. Und ja. Ja. Und die Maggie, ich kann mich auch erinnern, die Maggie war immer die Urzicke auf die Lady. Ja. Sie hat sie zwar akzeptiert, aber sie hat sich trotzdem immer dagegen gewehrt, dass sie da war. Jo, jetzt genug gelabert, glaube ich, über Katzen und Hunde und sonst irgendwas. Was willst du? Man sieht ihn leider nicht, weil er ist da. Er hat nämlich einen neuen Haarschnitt. Mhm. Ist schon länger, gell? So. Ja,
Dann steht da viel unterwegs im Urlaub. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich habe nur oft die Selina abgeholt von der Schule. Das hat man, glaube ich, auch in Vlog-Videos gesehen. Weil ich war auch Running Sushi essen mit der Selina, weil das hat sie noch nie gemacht. Und deswegen... Jetzt sieht sie ihn. Sie geht mich. Was willst du? Was? Stinker. Muss ein bisschen warten. Draußen ist dein Essen. Draußen steht dein Papi. Mhm. Aber du bist ja schon wieder nicht. Ich kann dir den Schädel abbeißen, wenn du den Kopf so auf die Seite drehen, so wie eine Eule. Jetzt lass mich das Video fertig machen, du Stinker. Sauert. da steht ja auch viel mit Lin unterwegs. Jetzt habe ich fast meinen Apfel verloren. Viel mit Lin unterwegs im Juni. Sehr, sehr viel. Er gibt keine Ruhe. Da steht Inselfest. Ah ja, und im Juli war ja auch, ich glaube, da hatte ich sogar glücklicherweise Urlaub, war ja auch das Donauinselfest. Und ich wollte dort unbedingt hin, weil der Nathan Trent dort war. Ich weiß nicht, ob viele von euch Song Contest-Fans sind, aber der Nathan Trent war ja, glaube ich, 2017 für uns, für den Song Contest, also für Österreich. Spacki, gib mir Ruhe! Und ich mochte ihn sehr, sehr gern. Ich habe ihn auch weiterhin verfolgt, klingt jetzt wie ein Stalker, halt so auf Instagram verfolgt, auf Facebook und so und auch seine neuen Lieder und das Ganze. Und wie ich gehört habe, er ist auf dem Donauinselfest, wollte ich unbedingt hin. Ich war auch dort. Gibt es auch ein Video? Ja, gibt es auch ein Video dazu. Und wir durften sogar Fotos machen mit ihm und das war wirklich cool. Gib eine Ruhe! Das war wirklich cool, dass wir Fotos haben machen dürfen. Im Juli hatte ich wirklich Glück mit meinem Dienstplan, weil ich krank war. Ich weiß jetzt nicht mehr wann, aber ich war einmal krank. Und hatte ich dafür jede Woche 2 Tage frei im Juli. Das war urschön. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war wirklich schön. Das hat mich echt gefreut. Dann steht da Kino Avengers. Ja, auf den Teil habe ich mich ja urgefreut. Das war der Infinity War. Gibt's jetzt eine Ruhe? Er gibt keine Ruhe. Gib jetzt eine Ruhe. So. Vielleicht gibt er jetzt endlich Ruhe. Gibst du jetzt endlich Ruhe? Peppi. So, also Infinity War. Ich muss jetzt leider darüber schauen, weil da liegt die Mappe. Ja, und der Film war richtig, oh mein Gott. Also der Film, ich glaube, das ist für mich der Film des Jahres von... allen. Also Avengers, der hat mich wirklich aus den Socken, also von den Socken gehauen. Das war Hammer. Also ich bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. In April kommt der nächste Teil und im März kommt Captain Marvel raus, was ich mir auch anschauen will, weil ich glaube, da wird es einen kleinen kleinen Tipp geben, was in Avengers vorkommt oder zumindest so einen kleinen Ausschnitt davon, was bis jetzt glücklich. Einen kleinen Ausschnitt davon, was in Avengers Endgame, so heißt er nämlich, vorkommt. Und ich bin wirklich schon gespannt. Ja, und dann im Juli war ich endlich schwimmen. Ich bin immer so eine arme Sau, dass ich im Sommer nie dazukomme zu schwimmen. Oh, du Stinker. Das ist das Negative leider. Und das ist immer so bei mir. Immer. Jo. Dann steht August, Baden... Am Teich? Heißt das nicht im Teich? ich hatte ja meine Regel da an dem Tag, leider, und konnte nicht in ein Wasser. Also hat der Roman gesagt, wir fahren zu einem Teich und das war ein Baden und das war urschön dort. Ich habe zwar die Viecher krass, aber ich bin sowieso kein Viecherfreund, was Insekten betrifft. Aber es war urschön dort. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das in dem Video ganz genau erwähnen soll, aber mich hat mal auf Instagram jemand angeschrieben, dass sie für ihre Schwester ein Autogramm haben will. Und ich habe mir am Anfang erst gedacht, das ist doch ein schlechter Scherz. Wer will von mir ein Autogramm haben? Man sieht ja gerade meine Extensions. Also das habe ich am Anfang gar nicht ernst genommen. Aber dann haben wir die ganze Zeit hin und her geschrieben und sie hat gesagt, sie braucht es für ihre Schwester zum Geburtstag. Und ich habe dann leider spät dran, aber es ging sich, glaube ich, knapp aus, weil ich nicht wusste, welches Foto ich nehmen soll. Das war ein Horror. Wirklich ein Horror. Und jedes Mal sind bei uns die Fotodrucker so besetzt. Jedes Mal, wenn ich vorgehabt habe, ich gehe drucken nach der Arbeit, wenn ich ausgehabt habe um 6, war jedes Mal die Dinger voll, diese Fotoausdruckdinger.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann die Autogramme geschickt. Ich habe hier zwei Ausdruck. Das war richtig schwer, eine Unterschrift irgendwie zusammenzubringen. Wirklich schwer. Wirklich schwer. Also zumindest für mich war es wirklich schwer. Und ja. Also für mich. Spooky. Ja, also es war wirklich nicht einfach. Setz dich einfach hin. Ja, also es war nicht einfach, aber es war was Besonderes natürlich, weil sowas hat man nicht alle Tage. Und aber auch irgendwie komisch, wirklich komisch. Jeden, den ich das erzählt habe, der hat sich so gefreut drüber. Und eine Kollegin hat urlustig reagiert, weil sie wusste gar nicht, dass ich YouTube-Videos mache, weil ich habe es in der Arbeit fast niemandem erzählt. Ich glaube, 3, 4, 5 wissen es jetzt aktuell. Ja. Und die eine hat urlieb reagiert, die Kollegin, und hat gesagt, was? Was? Und dann hat er noch ein Autogramm, was? Das war urlustig. Und ja. Also das war schon was ganz Besonderes. Er ist urweiß, oder? Urg. Ja. Dann steht der Urlaub zu kurz. Ich wollte ja damals im August 2 Wochen haben, habe sie aber nicht bekommen. Und deswegen habe ich nur... Könntest du nur sitzen bleiben, danke. Und deswegen habe ich nur 1 Woche gekriegt. Und die war mir echt zu kurz, weil im August war es so warm und ich hätte da gerne noch 1 Woche gehabt. Das war wirklich mühsam für mich. Und ich war wirklich nicht glücklich im August. Wirklich nicht. Dann steht der September-Kiertag, der war es auch irgendwie ein Reinfall war. Meine Schwester und ich, wir sind eigentlich immer dort, wenn sie Geburtstag hat. Das haben wir irgendwie so als Ritual in letzter Zeit. Also in den letzten paar Jahren. Ja, und deswegen war das nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Dann steht da wieder viel unterwegs mit Lynn. Und das stimmt auch wieder. Da waren wir auch... Mit ihr habe ich ganz viele Videos gedreht gehabt. Ganz, ganz viele Videos. Also... dann kommen wir schon zu Oktober. Da steht noch Comicmesse mit Lynn und Jan. Die Lynn wollte nämlich unbedingt mitgehen und deswegen haben wir sich mit dem Jan dann dort getroffen. Aber wir waren nicht so lang, was ich weiß, weil da waren wir relativ spät dran. Wir waren da nur 1 Stunde. Oktober. Halloween. Ja. Halloween war auch wieder so eine Sache. Also... An Halloween und generell das Jahr 2018 habe ich wirklich so gemerkt, was für Menschen ich kenne. Allgemein, Familie, Freunde, da ist man richtig schockiert drüber. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie, aber wirklich schockiert. Also sowas hätte ich mir nie gedacht. Ich weiß, wenn jemand verstirbt, dann kann man denjenigen nicht so eine Unterstützung geben, wie man es gern will, weil man kann... nichts dagegen machen. Es gibt nichts, leider nicht. Und deswegen ist halt, verstehe ich auch, deswegen habe ich auch nie irgendwas Negatives gesagt, aber das Problem war halt, wenn man sich drüber aufregt, wenn ich keine Zeit habe, frage ich mich auch, man hat da eher einen Dachschaden, aber okay. Oder wenn man halt nicht die richtige Hilfe anbietet, familienmäßig jetzt, die sein sollte. Ich weiß nicht, ob sich jemand überhaupt angesprochen fühlt. Ich glaube aber nicht. Und deswegen, also was ich in 2018 rausgefunden habe und auch gehört habe von meiner Mama noch, allgemein wegen meiner Opa, meiner Oma und wegen ihrem Sohn damals, also ich bin so enttäuscht von Menschen. Und auch ja, das Begräbnis von meinem Opa war ja, bleib jetzt sitzen, war ja ein Horror. Und er hat es ja auch organisiert, dieser Stiefsohn. Und sag ja, also begegnen darf ich ihn nie auf einer Straße. Ich glaube, ich würde ihn mitten in eine knallen. Mitten auf einer offenen Straße. Weil, da, na, also, ich verstehe sowas einfach nicht. Das geht wirklich nicht in meinen Kopf rein. Wirklich nicht. Ja, November. Ah, im November habe ich mich mit der Vivi getroffen. Ah ja, da habe ich das Set nämlich, ich weiß schon wieder, egal. Im November habe ich mich mit der Vivi getroffen und das ist immer was, was mir wirklich viel bedeutet, weil wir sehen sich so selten leider, wirklich selten, weil sie hat wenig Zeit, ich habe wenig Zeit und deswegen sehen wir uns leider urselten. Und
Ja, im November haben wir es geschafft und ich hoffe, dass wir jetzt bald wieder es schaffen, dass wir sich treffen, muss ich sie mal fragen. Weil November ist auch wieder lang her. Würdest du jetzt endlich eine Ruhe geben? Ja, ich muss aber noch ein Video drehen, Hund. Er gibt keine Ruhe. Siehst du die Vögel? Die Raben, gell? Die Raben, Vogis, aber keine Katzis. Vogis? Vogis? Die werden aber nicht gefressen. Sein Magen hat knurrt. Dieser Hund, wirklich war. Kommen wir zum letzten. Dezember. Und zwar, da habe ich auch gefilmt, war ich mit der Min, also mit meiner Cousine, im Kino und wir haben sich Venom angeschaut. Oh, mein Hintern. Normalerweise ist das nicht ihre Filmreihe und deswegen fand ich das witzig, dass sie mit wollte, weil ich wollte eigentlich alleine ins Kino gehen. Aber sie ist dann doch mitgegangen und der Film war wirklich cool. Jetzt kommt auch bald auf DVD raus. Und mein Vater hat gesagt, er holt sich ihn und dann will ich ihn nochmal mit meiner Familie schauen, weil mein Bruder hat gesagt, er freut sich auch schon auf den Film. Und ich freue mich schon, den mit meiner Familie zu schauen. Das wird so lustig, ich schwöre es euch, das wird so lustig. Dann steht da X-Mess. Silvester habe ich jetzt vergessen, aber Silvester gehört natürlich auch dazu. X-Mess und Silvester. War er... Oh Gott, war das Buggy? Die Kamera! Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit stimmt was mit meinem Stativ nicht. Es war vorher nicht so schlimm, seit es der Jan hatte. Es ist noch schlimmer. Man, keine Ahnung warum. Man braucht nur einmal so blöd ankommen und es klappt zusammen. Nicht Sparky. Wir waren bei X-Mess und Silvester. Das war eher so, normalerweise filme ich ja, aber ich wollte an den zwei Tagen nicht filmen. Ich habe, die Aufnahme kommt dann auch noch, glaube ich, in das Follow Me Around Video. Ich muss das noch ein bisschen schneiden erst. Ich sage ja, ich bin hinten nach, total hinten nach. Und das kommt dann auf jeden Fall noch in ein Video rein, weil ich habe an Silvester nur da gefilmt, wo wir unten schießen waren. Und das war wirklich lustig. Das war wirklich lustig. Und ich glaube, wir haben diese zwei Feiertage gebraucht, dass wir nur Familie sind und ohne irgendwelche Gespräche über Notar oder Erbe oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal, wo wir nur Familie sein haben können. Das haben wir wirklich gebraucht, das habe ich gemerkt. Deswegen habe ich auch die Kamera auslassen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich wollte irgendwie nicht an den zwei Tagen, dass wir da irgendwie... Man hätte das auch, glaube ich, gesehen. Weil meine Mama hat sowieso auf beide Feiertage keinen Bock gehabt. Ich meine, Silvester ist ja kein richtiger Feiertag, aber auf Weihnachten hat sie überhaupt keine Lust. Da habe ich ja extra auch freigekriegt dann. Gott sei Dank, ich hätte an beiden Tagen arbeiten müssen, aber ich habe dann doch Weihnachten freigekriegt. Und ja. Da habe ich ihr dann auch geholfen. Das habe ich damals auf Instagram postet in der Story, dass ich die Fische ihr geholfen habe und Kartoffel schälen und Kartoffel schneiden und so. Ich hab das Gefühl gehabt, sie hat das auch braucht. Also wir alle haben das braucht, nicht nur sie, sondern wir alle haben das wirklich braucht. Ja. Ich habe das gar nicht hingeschrieben, aber ich war auch sehr oft auf dem Grab von meinem Opa. Habe ich auch oft eine Story meistens gemacht. Jetzt nicht so komplett über das Grab, aber halt so ein bisschen. Weil zu Weihnachten habe ich mich so schlecht gefühlt, weil es ist wirklich, wirklich, ich weiß, das ist kein schönes Thema, aber es ist total eingefallen, das Grab. Ist eh klar wegen der Kälte und weil sie ab, lass mich nicht lügen, ich glaube ab November machen sie nichts mehr. Ich habe gerade aufpasst, nicht, dass der Hund gerade an Stativ ankommt, aber er war eh brav. Ja, also an dem Tag war ich, glaube ich, war ich da draußen? Kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht, weil meine Mama gesagt hat, da brauchst du gar nicht hinfahren, weil da ist der Bus komplett voll, weil da fährt jeder hin an den Tag. Dann bin ich dann ein paar Tage später, glaube ich, erst hingefahren. Ich glaube, einmal sogar alleine, weil ich schon lange dann nicht dort war. Da habe ich ein bisschen Zeit braucht, dorthin zu fahren, zum Grab. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe da wirklich eine Zeit braucht, dass ich dort wieder hinfahren kann. Und irgendwann war ich noch. Dann war ich einmal mit meiner Cousine. Ich glaube, das war vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Ich weiß nicht mehr wann. Aber ich habe so von Tannenbäumen diese Äste gekauft, ganz viele.
ganz viele in Anführungsstrichen. Dann so ein Moosherz, ein Hund, weil er Hunde halt geliebt hat, so. Und ich glaube, das war's. Und für die Jasmin, ihre Mom, habe ich auch fürs Grab so eine kleine weiße Blume gekauft. Wir waren da sehr lange am Friedhof, da war sogar saudunkel, ich habe mich voll angeschissen. Wirklich angeschissen, also das ist nichts für mich. Wenn das eine Mutprobe wäre, ich würde dort krepieren, glaube ich. Kannst mich gleich irgendwo eingraben. Das ist überhaupt nichts für mich, so spät da drum zu grillen. Also, na. Es schaut zwar schön aus, wenn überall die Lichter brennen, aber nee, ist nicht meins. Nicht gerade mein Fall. Ja. Aber wir waren noch so spät dort, weil es wird ja jetzt leider immer so früh dunkel, das ist ja das Behinderte dran. Und deswegen waren wir relativ spät dort. Aber eins muss ich sagen, es war schön, dass ich das so hingelegt habe. Ich habe jetzt leider mein Handy nicht da. Ich will nämlich nicht, dass mein Grabstein sieht. Ich könnte das Foto reinblenden, aber ich mache es jetzt so. Ich glaube, ich blende es euch lieber ein. Also ich habe, man sieht trotzdem noch total viel, dass das eingefallen ist. Das meine ich. Seht ihr das? Da. Man sieht total, dass die Erde halt runtergeht. Und ich wollte halt nicht, dass das zu Weihnachten auch so ausschaut. Und deswegen habe ich da diese Äste mit dem Moosherz. Und da oben, wo ist denn der Hund? Wo ist denn der Hund? Ah, na, den Hund habe ich dann später erst geholt. Der sieht so aus. Den habe ich dann auch noch geholt. Den habe ich dann ihm hingestellt. Ja, nur so mal kurz auf das hinauf. Weil ich will auch irgendwann im Februar, weil jeden ist ja schon vorbei, im Februar auch nochmal hinfahren. Ich hoffe nur, dass wir jetzt bald Erde drauflegen können, weil es wird immer schlimmer. Es wird wirklich immer schlimmer. Und ich will unbedingt, dass wir... Oh, jedes Mal Schluck auf. Dass wir Erde draufschütten können. Das will ich wirklich. Weil es schaut... Ihr habt gesehen, wie weit es unten ist. Es schaut wirklich schlimm aus. Und ich hoffe, dass wir es bald hinbekommen. Beziehungsweise ist halt das Problem, im Winter machen sie halt nichts. Weiß nicht genau warum, aber im Winter machen sie nichts. Und ja. Ja. Und mir geht es dann immer ein bisschen besser, wenn ich dort war. Da wechsle ich die Kerze. Letztes Mal haben die Rahmen den Hund umgeschmissen. Ich glaube, da hat denen nicht so gut gefallen. Draufgeschissen haben sie auch. Also ich glaube, der ist nicht gut bei den Rahmen angekommen, der Hund. Ja. Dann habe ich ein bisschen nur... Nicht viel. Ich bleibe auch nicht so lang dort, weil ich mich halt nicht so wohl fühle an einem Friedhof, aber wer fühlt sich da schon pudelwohl? Naja, einen Mann habe ich mal gesehen, da habe ich mich auch gefragt, so, dein Ernst? Der hat, ich weiß ja nicht, wer es war, wahrscheinlich war es jemand sehr Inniges, der da gestorben ist, aber der hat extra so einen Klappstuhl gehabt und hat sich dort hingesetzt und hat mit dem Handy gespielt. Das war makaber, ich habe mich zu Tode erschrocken. Da war ich nämlich allein am Friedhof, das weiß ich noch, das war wirklich makaber. Und dann hat er auch noch telefoniert. Das versuche ich immer zu vermeiden. Ich weiß, sie sind alle tot, aber trotzdem muss man ja nicht an einen Friedhof telefonieren. Das kann man ja draußen auch machen. Ist irgendwie so ein Tick von mir. Ich habe nämlich Musik gehört an dem Tag. Und dann ging auch noch mein Akku leer, weil ich auch noch allein auch war. War nicht so geil. Nein. Aber ja. Man überlebt. So halbwegs. Da spucke ich gleich in die Gegend. Ja, bevor ich jetzt weiter noch meine Strähne ruiniere und ich noch weiter in einem Blödsinn erlaube, der euch nicht interessiert, beende ich jetzt mal das Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich sage ja, 2018 war nicht ein schönes Jahr für mich. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie euer Jahr war, 2018. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen abgenommen. Hören wir jetzt lieber auf. Beenden wir das Video. Es wird wirklich peinlich so. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Jahr 2018 war. Auch wenn es schon ein Weilchen her ist. Aber es ist ziemlich schnell vergangen, oder? Der Jänner, Januar, irgend sowas. Ist ziemlich schnell vergangen, finde ich. Ein bisschen zu schnell, aber okay. Ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!